Servus Leute, da bin ich wieder bei Watch Dogs in Part 2 und weiter geht's. Wo bist du, Jordi? Was? Weg! Hab ne Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, egal. Ich muss. Da ist ein Haufen Kopf vorbeigerast. So. Hauen wir mal von den Bullen ab. Grafischmäßig sehr beeindruckend, vor allem nachts finde ich. Sehr schön gemacht mit den Lichtern. Tagsüber könnten ein paar Details mehr sein, aber ich habe nichts zu meckern an dem Spiel. Wo versteckt sich der Kerl? Kann ihn jemand sehen? An alle, dem Verdächtigen wurde eine Streife hinterhergeschickt. So, da kommen wir durch. Hier ist nichts. Irgendwelche Spuren? Das habe ich echt gebraucht. Endlich habe ich den verdammten Schützen. Muss ihn zum Reden bringen. Aber wie? Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Dann wird er sich schon. So, haben wir unsere erste Markierung, das waren Feuchtkatzen. Und genau, zu unserem Versteck fahren wir. Ja. So, das sind wir. Wir müssen noch die Treppen hoch. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgeleckt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. So, hier können wir unseren ersten Skillpunkt vergeben.
Es geht leider nur an diesen Punkt. Das wird vom Spiel vorgegeben. Und das machen wir mal. Damit können wir Toren und Garagen öffnen. Ich habe noch mehr Skillpunkte, die können wir auch noch versetzen. Machen wir mal auf Kampf mit Fokus Skillen und Rückarm. Den Rest hebe ich nur mal auf. Und müssen uns erstmal schlafen legen. Als nächstes Ziel. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. So, unser nächstes Ziel ist, Profile anzulegen von Passanten. Das geht mit Dirk, also dem Profile. Profiler heißt es, glaube ich. Schüttelt sich die langen Haare. Da kann man irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Ja, sehe ich genau. Was soll denn das, Mann? Der Typ ist außer Kontrolle. Aber heute wird er niemandem was tun. Nur den Anruf tracen und ich hab ihn. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Verbrecher. Also wir müssen zu diesem Ort hingehen und das Opfer bzw. den Verbrecher ausfindig machen. Durch die Gesichtserkennung und das Verbrechen natürlich verhindern. Ist hier irgendwo. Ich muss vorsichtig sein, unentdeckt bleiben. Mal sehen, was der Profiler sagt. Okay, das muss die Frau sein, die der Typ verfolgt. Das ist der Opfer. Wer ist in der Nähe? Ich kann es spüren. Hey, wir müssen reden. Da gibt es nichts zu reden. Kapier's. Es ist aus. Du irrst dich gewaltig. Ich bin nicht fertig. Hau ich endlich. Jetzt kümmere dich um deinen eigenen Kram. Wie konnte das passieren? So, schnappe den uns mal. Oh.
hab ich dich. Alles klar, wird das erledigt. Jetzt dann müssen keine mehr was. Dann müssen wir auf unseren nächsten Auftrag warten, beziehungsweise welches nächstes Ziel. Und haben vielleicht Checkpunkte, die wir vergeben können. Beziehungsweise einen. Und den lege ich direkt mal auf den Zusatzakku. Denn pro Ampel, also zum Beispiel pro Ampel, verbraucht man einen Akkuballen, die sich aber auch wieder auffüllen. Was, wie man hier auch erkennen kann. Nicky, hey, ich weiß, die Party läuft schon. Unser nächstes Ziel nicht hier. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ach, du machst mich irre. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte beeil dich. Du fehlst uns. Ihr mir auch. Bin bald da. Sorry, Nick. Ich muss da ran. Ich sehe euch. Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gib mir auch da Autos. Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz ablegen. Ich brauche ihn lebend, Jordi. Ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell. Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst, ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Check. So, und das wär's mit Part 2 gewesen. Im nächsten Part starten wir die Mission Der große Bruder und man zieht sich.